Einen wunderschönen guten Tag, Tobi. Einen wunderschönen guten Tag, Flo. Was machen wir heute? Also erstens möchte ich mal sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir mal wieder drehen. Weil es war dann doch jetzt 4 Wochen, nee, wie lang? 3 Wochen? Nix, glaube ich, gell? Ja, die Richtung. Ich war tatsächlich vor 6 Wochen das letzte Mal hier, weil wir waren ja im Lager. Lager vorher, ja. Ja, stimmt, ja. War jeder irgendwie mal krank und dann so hat sich das ewig gezogen, ne? Und deswegen ist es schön, dass wir wieder angreifen. Und deswegen möchte ich jetzt auch gleich mal die Gelegenheit nutzen, wo wir mal wieder hier so schön stehen. Samstagnachmittag laden, das Geschäft hat jetzt hier seit 2 Stunden geschlossen, dass wir mal wieder einen schönen Rundgang durchs Geschäft machen. Weil das ja mittlerweile, muss man sagen, wenn Betrieb ist und das Geschäft offen hat, fast nicht machbar. Weil gerade am Samstag, ne, hier ist das ja Wahnsinn, was hier los ist. Zum Glück ist ja schön, dass ihr da alles das so annimmt und vorbeikommt. Und da entstehen immer so viele schöne Gespräche und das ist immer wieder toll. Aber auch für alle, die nicht vorbeikommen können, wobei gibt es eigentlich die Ausrede, das lasse ich überhaupt nicht mehr zählen. Ne? Weil wir haben ja Leute, die fahren teilweise auch verrückt 400, 500 Kilometer einfach. Wo ich dann auch sage, wo kommt ihr her? Und also... Dann geben wir heute einen Ausblick auf das, was man hier erwarten darf, wenn man die heute auf sich nimmt. Ja, wir wollten ja immer mal wieder so ein bisschen Updates bringen, auch vom Geschäft an sich. Was hier ändert sich ja auch laufend einiges. Und deswegen machen wir einfach mal einen schönen Rundgang wieder und nehmen euch da wieder einmal mit. Dann machen wir erstmal ein paar Bilder und dann starten wir. Auf geht's. So, was haben wir denn hier? Schauen Sie mal, ich stehe falsch schon, ne? So. Ja, wir haben ein schönes Licht links, deswegen wollen wir natürlich Ihre Silhouette betrachten können. Direkt am Eingang. Da stand ja bis vor kurzem hier am Eingang ein Aquaforest-Becken. Das haben wir verkauft und haben hier jetzt ein schönes Plankton-Plus-Becken hingestellt. Ein Shallow Reef in Grau. Haben wir Grau schon mal gesehen? Ja, doch, haben wir schon mal gesehen. Hat man schon mal. Das läuft jetzt seit heute, meine ich sogar, oder zumindest seit ein paar Tagen. Michel und die Jungs haben das hier eingerichtet. Beleuchtung fehlt sogar noch, also Wasser ist aber schon drin. Und wir haben ein paar coole Riffäste von Arca jetzt hier verwendet, eine Riffkeramik. Und das sieht doch mal geil aus, oder? Das ist mal was anderes, mal weg von diesem klassischen Steinaufbau. Das soll übrigens jetzt rein Zoa und Scheibenanemonen werden. Ja, und dafür ist das ja, eignet sich das wunderbar. Lampentechnisch ist es so, dass wir aktuell noch warten auf die neuen Blades von DD. Wir verlinken die mal unter dem Video. Gibt es noch, zwar noch nicht zu bestellen, aber kommen jetzt in den nächsten Wochen. Eine wunderschöne Lampe, die hier drüber kommen soll. Ich habe leider noch keinen genauen Liefertermin, deswegen haben wir jetzt mal das Gestell hier drüber gemacht und werden dann uns vielleicht kurzfristig mit ein paar Hydras oder Primes oder so mal noch aushelfen. Bis es dann soweit ist, dann kann das Becken aber schon mal starten. Wir haben ein paar noch da, ein schwarzes, 2 graue und 2 weiße. Wenn ihr da Bock drauf habt, verlinken wir auch unter dem Video. Wir können mal gucken, ich denke aber, dass da noch nicht so viel passiert ist. Genau, also eine Förderpumpe ist schon drin, ein kleiner Abschäumer ist drin. Das wird dann alles gemacht, wenn dann Korallen auch wirklich reinkommen, wenn Licht da ist und so weiter. Dann schauen wir, dass wir das finalisieren. Aber ich wollte das zumindest mal jetzt als Eyecatcher am Eingang stehen haben. Wie gesagt, Aquaforest war verkauft und dann ganz ohne, ist ja auch blöd, du brauchst ja irgendwas, wenn du hier reinkommst. Ne? Wären nicht Mangroven mal wieder schön, auch wenn ich derjenige bin, der das immer so plump einschmeißt? Nein, absolut. Also Shallow, das hatten wir auch schon, das Thema in einem anderen Video. Shallow Reef ist ja natürlich prädestiniert für eine Mangrove, absolut. Gerade mit dem Licht hinter dir. Und gerade mit dem Licht, mit dem Eingang. Ich möchte das auch so ein bisschen noch ausgestalten. Vielleicht noch eine schöne Palme mit rein, einen schönen Hintergrund mit rein. Einfach so ein schönes, angenehmes Setup mal ein bisschen schaffen. Ne, aber steht mal das Becken da und alles andere kann man nach und nach machen. Nächstes Becken, was hier direkt nach dem Shallow Reef steht, ist unser schöner Aqua Perfect Raumteiler, den wir ja schon vorgestellt haben in einem separaten Video. Das können wir auch gerne mal verlinken, das Video, falls euch sowas interessiert. Ein absoluter, ja ich sag mal High-End Raumteiler, der verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten gibt, sowohl was Farbe angeht, als auch Technik angeht und so weiter und so fort. Wie gesagt, haben wir ein Video erst kürzlich gemacht. Wer da Interesse hat, einfach mal reinschauen.
werden wir, denke ich, demnächst auch mal starten, dass man da ein bisschen was sieht. Dann schauen wir weiter. Das ist natürlich jetzt hier auch wieder so ein Sahnestück, unser Bootaquarium, was wir auf der Hausmesse von EFS geschossen haben, haben wir euch ja auch mitgenommen. Guckt ihr das an, das ist doch geil, oder? Also ich finde das ein richtig geiles Teil. Da. Das Plumpton Plus Telefon. Selbst am Wochenende. Das werden wir mal in einem eigenen Video machen, dass wir hier die Vorstellung machen. Da machen wir nämlich direkt auch die Befüllung mit, denn das soll ja hier unser neues Anemonenbecken werden. Wir hatten ja im alten Geschäft das Anemonenbecken, gibt es auch ein eigenes Video. Und das soll hier jetzt quasi Anemonenbecken 2.0 werden. Und das ist wirklich, ich finde das mega. Also das ist natürlich polarisieren, so ein Becken, ne? Weil es gibt halt auch Leute, die sagen, ein Aquarium muss rechteckig sein und so. Ne? Aber es ist mal was anderes. Ist jetzt nicht für jedermann sicherlich, aber ist eine schöne Geschichte. Wenn ihr Lust auf sowas habt, wir haben auch das abgeklärt im Vorfeld natürlich. Wir können solche Becken auch bestellen. Auch in dem Maß, auch länger, auch, also wer auf solche Sondermaßgeschichten Lust hat, mit gewölbten Scheiben, ist jetzt das hier, sagt uns Bescheid, können wir gerne für euch organisieren. Wir haben da hinten, können wir ja zumindest mal kurz zeigen, hier unten geht's auf, auch natürlich einen Unterschrank mit Technikbecken, individuell jetzt eben für die Meerwasseraquaristik. Das ist ja eigentlich ein Süßwasserbecken, aber wir haben das jetzt entsprechend so konfiguriert als Meerwasserbecken mit vernünftigem Ablaufschacht, mit Technikbecken, mit allem drum und dran, mit auch noch trotzdem Platz für Hardware und Technik, die unten im Schrank unterzubekommen. Und ansonsten, ne, auch Schrank, Dekor und so weiter können wir frei wählen, von diesen klassischen Weiß, Grau, Schwarz bis Holz, bis Teakholz, bis, also alles, ist alles möglich. Kann man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wunderschönes Teil, finde ich richtig cool. Ansonsten stehen wir auch schon wieder beim nächsten, geht der Schlag auf Schlag. 1, 2, 3, 4, auch schon cool so in dieser Reihe. Das ist ja unser Acropora Schaubecken, / Verkaufsanlage, die wir euch gefühlte 10-mal schon gezeigt haben im Vorbeilaufen und immer noch nichts drin ist. Läuft immer noch ein und jetzt werden wir über den nächsten natürlich den ersten Schwung uns da mal reinholen. Ist ja unser Messebecken, ne? Das 1800er DD-Becken von der Interzoo. Könnt ihr auch schon. Haben wir schon zigmal, ja. Haben wir schon ein paar Mal gezeigt, ja, genau. Und dann gehen wir im Prinzip über in die Fischanlage. Die strahlt, die, als gäbe es kein Morgen mehr, ja, ne? Also ein richtiger Blickfang. Das ist auch so gerade mit diesem, ich meine, das ist filmerisch immer blöd mit diesem blauen Hintergrund, ne? Aber wenn du so davor stehst und das ist schon wirklich ein schönes Teil geworden, muss man sagen. Und auch besatztechnisch siehst du, da ist einiges los. Macht wirklich großen Spaß mittlerweile, muss ich sagen. Das ist jetzt unsere dritte Anlage, die wir jetzt gebaut haben. Da verbesserst du dich natürlich nach und nach immer mehr, auch von, ich sag mal, offiziellen Stellen. Wir haben ja auch ab und zu mal eine Veterinäramt im Haus und Kontrollen und so weiter, dass doch alles wirklich passt. Und auch da, das Feedback ist wirklich toll. Also, ne, also das, so wie das hier gemacht wird und gepflegt wird, das so haben wir es noch nirgendwo anders gesehen, ne? So, um das mal zu zitieren. Und das freut uns natürlich, bestätigt uns auch natürlich in unserer Arbeit hier. Und deswegen, das ist mir auch ein wirklich wichtiges Anliegen, dass das wirklich alles passt und so gut es geht fürs Tier und für den Kunden natürlich auch gestaltet ist. Was hast du gerade an Tieren da, die du vielleicht einfach gerne verkaufst oder dir gerne anschaust oder selbst, ja, vielleicht? Ja, wir versuchen natürlich grundsätzlich da ein, ja, rundes Sortiment, wie man so schön sagt, anzubieten, dass wirklich so für jeden was dabei ist. Das klappt natürlich nicht in letzter Konsequenz, das ist auch klar. Zumindest, dass man mal wirklich für den Anfänger was da hat, für den Fortgeschrittenen was da hat, Einzeltiere da hat, Schwarmtiere da hat, Pärchenhaltung natürlich viel macht, kleinere Tiere, größere Tiere, Doktorfisch sind wir so ein bisschen abgekommen, haben wir natürlich da. Aber da macht man dann viel auf Bestellung, wenn jemand sagt, ich habe ein großes Becken, ich möchte sowas haben. Weil natürlich beim Doktorfisch auch immer das Thema Vergesellschaftung eine Rolle spielt. Das heißt, bei einem bleibt es ja meistens nicht. Das sind ja dann meistens, weiß ich, 3, 4, 5, 6 Tiere. Und da macht es immer Sinn, die zusammenzusetzen. Deswegen, da gibt es natürlich so viele verschiedene Arten. Da macht es Sinn, das zusammenzustellen, das in einem Schwung zu bestellen, hier zusammenzusetzen und dann geht es zum Kunden. Das ist so eine bewährte Geschichte eigentlich. Ne? Magst du uns mal 3 Anfängertiere zeigen, die du einem Neueinsteiger ins Hobby an die Hand geben würdest? Ja, also im Prinzip, wir stehen hier schon ganz gut, ne? Kardinalbarsch ist so ein Thema, das sind jetzt alles Nachzuchten. Das ist was, was man absolut an einen Anfänger auch geben kann. Wir empfehlen da meistens eine Pärchenhaltung
Haltung, eine Gruppenhaltung und eine Schwarmhaltung, so wie es hier ist. Das klappt nur im jungen Alter. Also das ist für ein Aquarium, was ja Jahre stehen soll, nichts. Da beschränken wir uns auf zwei Tiere. Clownfische ist immer so ein Thema, gerade für einen Anfänger können wir mal gucken. Da haben wir auch ein bisschen was da. Das ist eigentlich auch so das Tier, wenn ein Anfänger reinkommt und sagt, ich habe noch nichts, ich muss so zur Erstberatung. Und dann fragt man mal so ein bisschen, was stellst du denn davor? Ist natürlich der Clownfisch oftmals so mit an erster Stelle. Ne? Was ist deine Lieblingsclownfisch? Eigentlich nach wie... Also beziehungsweise deine Farbform? Ja, also eigentlich nach wie vor die Snowflakes. Die finde ich eigentlich so mit am schönsten. Die schönste Zuchtform. Das ist so ein bisschen was anderes, wie so der ganz klassische Clownfisch, ist aber noch nicht so abgespaced, wie es manche Zuchtformen ja mittlerweile gibt. Ne? Also das ist, finde ich eigentlich ganz schön. Haben wir auch hier zum Beispiel gerade ein Schwimmen. Hier der Kamerad. Das ist jetzt eine Snowflake-Variante sozusagen. Und ich meine, wir haben immer die klassischen Clownies da, wir haben Schwarze da, die haben wir immer. Und dann schauen wir, dass wir halt immer mal so punktuell ein bisschen Abwechslung reinbringt und so verschiedene Zuchtformen mal hat. Hast du noch ein drittes Tier, was man empfehlen könnte? Wir können mal ein bisschen durchschauen. Also was zum Beispiel immer geht, sind so algenfressende Tiere, Grundeln, ein Salaris zum Beispiel, das ist Salaris fasciatus, ein Algenfresser. Können wir mal schauen, ob wir überhaupt einen da haben momentan. Da ist ein Salarius drin, ist zwar eine andere Art, aber da ist er hier. Und auch da hinten rechts im Eck, das ist auch so ein Tier, da muss man immer ein bisschen schauen. Das sind halt reine Algenfresser, dass man die auch wirklich adäquat dann ernähren kann. Wenn wirklich mal keine Algen mehr da sind, ist halt immer so eine Sache, muss man bedenken ein bisschen. Man sieht ja das auch, wenn man hier so ein bisschen durch die Becken geht, dass das alles sehr, sehr harmonisch ist und dass das wirklich, die Tiere sind da, die Tiere sind präsent, es versteckt sich niemand und so weiter. Und das ist halt immer ja, ein schönes Zeichen, ne, dass das gut funktioniert. Ansonsten, wir können mal weiter gucken. Bevor wir jetzt zu unserem 5-Meter-Becken wieder kommen, gucken wir vielleicht nochmal durch die Korallenanlagen durch. Da haben wir auch ein bisschen was geändert. Also wir haben jetzt hier in der Koralle 3, das ist die dritte Korallenanlage, so ein bisschen Sektionen quasi geschaffen. Einzelne Bereiche, das ist jetzt nochmal Goniopora, das sind jetzt alles Nachzuchten von uns. Und wir haben jetzt hier, und das ist eine Sache, die sehr gut ankommt, so Raster quasi gemacht, wo in jedem Raster einzelne Korallen drinstehen. Das ist zum einen für uns cool, für einen Online-Shop, weil du wirklich strukturiert auch durchfotografieren kannst und die Korallen strukturiert online nehmen kannst. Aber auch fürs Geschäft oder hier im Geschäft ist es gut, weil immer die Zuordnung richtig ist. Das sind ja quasi alles ja, Wiswick-Tiere, wenn du so möchtest. Also das Tier gibt es jeweils einmal, nicht so wie bei unseren Nachzuchttieren. Und dann hat man halt einfach eine schöne Form, ne? Eine Reihe hat 5 Plätze und dann hat man eine vernünftige Auflistung, Preis, Name und so weiter. Und auch wenn sowas dann mal online verkauft ist, kann man ganz leicht sagen, okay, zweiter, dritter Raster zum Beispiel das schon verkauft, streicht das auf der Liste durch und ist für uns im Handling auch ganz schön und kommt bei den Kunden super gut an, weil das ist im Prinzip so das Becken, wo jeder, der reinkommt, erstmal davor steht und guckt, okay, was gibt's Neues? Okay, den kenne ich schon, das kenne ich noch nicht und so weiter. Und das ist immer schön, so gerade zu Beginn, sage ich mal, wenn der Kunde reinkommt. Das ist eine schöne Sache. Das ist jetzt unser Euphilia-Abteil, da war jetzt schon mal ein bisschen mehr drin. Da habt ihr in letzter Zeit gut zugeschlagen. Aber da wird auch bald wieder aufgefüllt. Das sind im Prinzip fast alles Nachzuchttiere von uns. Dieses Nachzuchtthema ist ja ein sehr präsentes Thema, was auch immer wieder kommt. Und man muss auch wirklich sagen, diese nachgezüchteten Euphilien, gerade die Glabrescens-Arten, sind mittlerweile so ultra stabil und gut und man hat da im Prinzip keine Ausfälle mehr wie früher, wenn du die, gerade australische, indonesische Tiere waren ja da oft mal ein bisschen heikel und das ist wirklich jetzt mit den nachgezüchteten Tieren wunderbar. Haben wir auch alle online, also guckt einfach rein, wir machen mal ein paar Links und das Video. Haben wir wirklich schöne Sachen dabei zu einem, wie ich finde, auch sehr attraktiven Preis, wenn man mal dann pro Kopf die Koralle rechnet. Ansonsten, 5 Meter Becken läuft nach wie vor. Extrem unkompliziert, muss ich eigentlich sagen. Klar, man hat mal so ein bisschen, wenn das einläuft, hier mal ein Fleckchen Ciano und hier mal ein bisschen was. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ein Becken, was super gut läuft. Und weil ich sie gerade sehe, guck mal, hier, du weißt es noch. Hier ist unsere kleine Baby-Dori, der kleine Mini-Palettendoktor, der mittlerweile, glaube ich, fast dreimal so groß ist als vor 3-4 Monaten, als wir den da eingesetzt haben. Also da siehst du mal, ne? Wie die Gas geben können, wenn die Platz haben. Ja.
Ansonsten, das ist wieder dieses Thema Doktorfische. Da sind jetzt hier 8 oder 9 Doktorfische drin. Schau mal, die schwimmen alle zusammen in der Gruppe, sind immer harmonisch unterwegs und das ist wirklich schön. Und die kommen wirklich bis ran, also da hat keine Angst, da versteckt sich keiner. Das ist wirklich schön zu sehen, wie das funktioniert. Regaltechnisch ist jetzt nicht so viel passiert. Wir haben mal Refactory noch mal ein bisschen separiert. Wir haben jetzt neu auch die Supplements von DD dazu bekommen. Die stehen direkt neben unseren Supplements, die auch relativ neu sind. Haben wir schon ein Video ja gemacht. Also Grundversorgung, Einzelelemente und so weiter. Sand sehr gefragt. Der ist natürlich immer gut. Und wie gesagt, eben von DD auch die Versorgungselemente. Also auch die haben wir komplett bei uns im Shop. Wenn ihr da Lust drauf habt, schaut gern rein. Haben wir auch hier im Geschäft. Dann haben wir letztendlich jetzt hier noch unser schönes 1200er Becken an der Kasse, das uns ja schon begleitet seit eh und je. Das ist schon Kult eigentlich, die Aquarium, ja, oder? Also das gibt es ja schon immer eigentlich. Haben ja hier eine reine Nachzuchtgeschichte gemacht mit Weichkorallen und die Seepferdchen sind damit drin. Man sieht schon so ein bisschen, auch Seenadeln haben wir damit drin. Also alles war so ein bisschen empfindlicher und ein bisschen mit Vorsicht und langsam und bedacht und so. Das ist so ein richtig schönes Runterkommen-Aquarium eigentlich, ne? Weil das ist keine Hektik, da ist alles so, ja. Was genau hängt da oben dran? Das ist unser Laichkasten. Wir hatten jetzt 1 oder 2 Tiere, die Nachwuchs bekommen haben. Und wenn man schon sieht am Tier, okay, jetzt ist es so in den letzten Zügen, jetzt geht es bald los, dann haben wir hier schon fertig installiert unser System mit einem eigenen Sprudler, mit so ein bisschen Möglichkeiten zum Festhalten und so weiter. Und dann können wir einfach das Tier nehmen, reinsetzen. Und meistens am nächsten Morgen, wenn man dann ins Geschäft kommt, ist es schon erledigt sozusagen. Und dann kann man da weitermachen. So ein Zuchtprojekt auch von uns, weil wir da einfach, ne, uns natürlich auch weiterentwickeln wollen und das ein bisschen weiterführen wollen, dieses Thema. Ansonsten sind wir im Prinzip einmal wieder im Schnellverfahren durch die ganze Bude. Zucht gucken wir uns mal separat wieder an. Aber ansonsten seht ihr schon, es ist immer ein bisschen Bewegung. Gerade natürlich, wir versuchen auch immer, was die Schaubecken und die Ausstellungsbecken angeht, natürlich immer ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Das ist immer ganz schön. Wenn ihr irgendwas im Detail mal wieder sehen wollt, was wir uns jetzt angeguckt haben, kommentiert gerne unter dem Video, lasst uns das wissen. Wir sind immer froh für neue Videoideen und machen dann da mit einem Thema weiter beim nächsten Mal, würde ich sagen. 5-Meter-Becken wäre auch so eine Sache. Würde ich gerne mal wieder ein bisschen durchgehen alles. Ansonsten danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.